Viele sagen, die Aktienmärkte hängen an Nvidia. Und ich glaube, da haben viele dieser Leute einen sehr validen Punkt. Die Aktie von Nvidia am Freitag über 4% gestiegen zu Handelsbeginn. Neues Allzeithoch auf dem Weg zur Marke von $1000. Und dann das Reversal, die Umkehr. Wir sahen, dass Nvidia dann massiv ins Minus gedreht ist, nachbörslich sogar dann noch mehr verloren hat. Ist das ein böses Omen? Sind das die Iden des März in Anspielung an die Ermordung von Caesar? Mitte des Monats März, Iden ist sozusagen die Mitte eines Monats. Wir haben an diesen Tagen immer wieder besondere Vorkommnisse. 9. 10. März wollen wir uns gleich mal anschauen, starten aber zunächst mal mit Nvidia. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten, was da passiert ist. Schauen wir uns zunächst mal an, was da hier sich stattgefunden hat. Der Anstieg über die Marke von 970 dann. Runter bis 872, nachbörslich dann gefallen auf 851, also fast nochmal 3% nach unten. Rechts sehen wir einen Hinweis darauf, was da passiert sein könnte. Wir haben massive Call-Volumina und jetzt ist es so, dass wir ja nicht nur am Freitag den großen Verfall haben, sondern dass die Dealer, die Verkäufer dieser Optionen natürlich ein Interesse daran hätten, dass diese Call-Optionen wertlos verfallen. Fast alle spekulieren ja auf steigende Kurse. Also hat man versucht, den Kurs von Nvidia zu drücken, sodass das eine Erklärung ist für das, was wir am Freitag gesehen haben. Fragezeichen, werden wir bald wissen wohl, was da abgelaufen ist. Aber hier sehen wir mal. Oben sehen Sie die Heatmap, also die wichtigsten Tech-Aktien-Performance am Freitag. Hier sehen wir Nvidia minus 5,5%. Wir sehen AVGO, das ist Broadcom. Wir sehen Apple im Plus, erstaunlicherweise. Wir sehen Google leicht im Plus, Meta im Minus. Und Amazon im Minus, das also das vom Freitag, Tesla minus 1,85%. Und wenn wir uns mal die ganze Woche anschauen, dann sehen wir eine Apple 5% im Minus, gleichwohl eine Nvidia immer noch 6% im Plus. Microsoft auch im Minus, Amazon im Minus und so weiter und so fort. Man könnte also sagen, wir haben in manchen Bereichen eine Umkehr gesehen zwischen Nvidia und Apple. Apple ist übergeordnet sehr, sehr schwach. Nvidia ist übergeordnet noch sehr, sehr stark, aber am Freitag war das genau andersrum. Da ist Apple gestiegen, Nvidia gefallen. Wir sehen also, dass Nvidia vor allem und die TSM, diese ganzen Chipwerte, dass die das Ganze noch nach oben oder oben halten, während Tesla, Apple und auch Google durchaus ihre Probleme haben. Jetzt kommen wir mal zu den Iden des März. Wie gesagt, ist ja ein Synonym im Prinzip, ein Sprichwort für eine böse Vorahnung. Ist es diesmal auch so oder ist das rein manuell passiert? Ist das rein Mechanik, was wir da bei Nvidia gesehen haben? Jedenfalls am 10. März des Jahres 2000. Hat der Nasdaq damals seinen Hochpunkt erreicht in der Dotcom-Blase. Dann 9. März 2020 haben wir den Tiefpunkt gesehen bei den 10-jährigen Anleiherenditen. Damals ja praktisch null Zinsen. Wir hatten eine Rendite von 0,3% auf die 10-jährige US-Staatsanleihe. Jetzt sind wir ja um und bei knapp über 4%. Dann hatten wir 9. März 2023. Die Fed mit dem Fed-Put, nachdem die Regionalbanken in den USA ein Riesenproblem hatten. Und vor allem aber wichtig, der 9. März 2009, das war der Tag, an dem die Aktienmärkte nach der Finanzkrise ihr Tief erreicht hatten. Der S&P 500, 666 Punkte, muss man sich mal vorstellen. Jetzt sind wir kommod über der 5000er Marke. Also da begann dann dieser lange Anstieg der Aktienmärkte, unter anderem eben durch eine wirtschaftliche Erholung vor allem, aber durch freundliche Mithilfe der Zentralbanken, die dann immer eingeschritten waren, wenn es brenzlig wurde. Aber hier nochmal diese Warnung, die ein JP Morgan Trader vor dem Hochpunkt am Freitag gegeben hatte, nämlich am Donnerstag, als er sagte, also es ist besser zu verkaufen, wenn man will und nicht, wenn man muss. Diese ganze Euphorie, so sagt er, ist sehr, sehr verdächtig, vor allem diese Aufspaltung der großen Tech-Werte, also Apple, Tesla und Google schwach, das stinkt, so hat er gesagt. Deswegen verweist er darauf, dass das große Geld, das fundamental unterwegs ist, bereits in diese Rallye jetzt hineinverkauft hat. Viel ist ja noch nicht passiert. Oben sehen wir mal den S&P 500 auf wöchentlicher Basis. Wir sind oben angestoßen an eine Trendlinie,
die wir hier haben, hatten oben natürlich starke Überkauftheit im Weekly, also im wöchentlichen Chart. Unten sehen wir mal die Apple-Aktie, die ja im freien Fall war, dann nochmal versucht hat, eine impulsive Erholung, aber das sieht jetzt auch nicht so schön aus mit dieser Kerze. Früher war es ja so, so geht Apple, so gehen die Märkte insgesamt, und wir haben interessanterweise gesehen, dass in der letzten Woche massive Ausflüsse aus Tech passiert sind, und zwar so stark wie schon lange nicht mehr, seit vielen Jahren nicht mehr. Im Grunde ist das ein neuer Rekord, was da rausgezogen wurde, und vielleicht sehen wir, dass das institutionelle Geld aus Tech rausgeht, während die Retail-Trader, die Privatkunden, nach wie vor eifrig und freundlich zocken. Und wir sehen jetzt, dass zum Beispiel Nvidia Tesla überholt hat als meistgehandelte Aktie. Vorher hat sich sehr viel auf Tesla fokussiert, auch im Optionsbereich. Oben sehen wir mal, was am Freitag da passiert ist. Bei Optionen 4 Millionen Optionen. Pi mal Daumen auf Nvidia, bei Tesla dagegen nur 2,4 Millionen, dann kommt AMD, dann kommt Apple und so weiter, aber Nvidia hat fast so viel, fast doppelt so viel wie Tesla. Also Nvidia ist das Ding, das hier meistens getradet wird. 62,7% waren am Freitag Calls, der Rest Puts. Aber wir sehen hier ein Calls Queue bei Nvidia, also praktisch eine Absicherung für fallende, stark fallende Kurse oder stark steigende Kurse. Und da sehen wir, da erwartet fast niemand stark fallende Kurse. Wir hatten ja dann am Freitag zunächst mal diesen Anstieg von 4%, sodass Nvidia 2,32 Billionen wert war. Eine Billion gestiegen im Jahr 2024 alleine, 87%. Das muss man sich mal vorstellen. Neue Meldung jetzt am Wochenende. Verschiedene Autoren verklagen Nvidia wegen deren Nutzung von lizenzierten Copyright-Werken. Das ist eh das ganz große Thema, glaube ich, was auf KI noch zukommt und auf die Firmen, die KI nutzen. Ihr nutzt letztendlich den Content von anderen und glaubt, ihr müsst nichts dafür bezahlen. Doch müsst ihr schon, so werden viele argumentieren. Die New York Times hat es so argumentiert, und vor allem, wenn wir nochmal zurück zu den Optionen kommen, sehen wir, dass die Käufer dieser Optionen, vor allem Call-Optionen, wahnsinnige Prämien bereit sind zu zahlen. Das heißt, diese Calls sind sehr, sehr teuer, wenn man so will, aber die Gier ist so da, FOMO ist so das, dass man sagt, ja, egal, ist teuer, aber ich mache ja sowieso Gewinne. Also das ist hier etwas, was absolut auffallend ist, und insgesamt sehen wir den S&P 500, ja, in 5 Monaten jetzt 25% gestiegen. Es gab es 10 Mal in der Geschichte des Index, seit den 1930er Jahren. Ich glaube, den S&P 500 in der Form, wie wir ihn jetzt haben, gibt es erst seit 1957 um und bei. Aber das waren immer interessante Punkte. August 2020, Juli 2009, Januar 1999. Also das ist schon etwas Außergewöhnliches. Die Stimmung im Oktober, Ende Oktober war mies, alles schlecht. Dann wurde sie immer euphorischer, eben durch KI-Euphorie einerseits, durch die Hoffnung auf sinkende Zinsen, die sich bekanntlich noch nicht erfüllt hat. Und Zinsen ist das Stichwort für das, was wir dann morgen bekommen, nämlich den CPI-Report, also die Inflationsdaten. Dann haben wir am Donnerstag die Erzeugerpreise und die Einzelhandelsumsätze in den USA. Das sind die wichtigsten Daten. Und nicht vergessen, die Amerikaner haben am Wochenende ihre Uhr umgestellt, sodass die Wall Street schon 14:30 deutscher Zeit, 14:30 Uhr deutscher Zeit oder europäischer Zeit, den Handel beginnen wird. Die haben also die Uhr schon eine Stunde vorgedreht. Wir machen das erst Ende März, am 31. März. Nochmal zurück zur KI-Euphorie. Ich hatte vorhin gesagt, dass da durchaus auch neben der Überschätzung, kurzfristigen Überschätzung des Potenzials, eben auch Rechtsrisiken bestehen. Hier sehen wir mal Semiconductor ETF, 70% zwischen Oktober und März gestiegen, sodass diese Semiconductors relativ zum S&P 500 jetzt sogar über der Dotcom-Blasenbewertung sind. Und wichtig wird dann, wenn wir schon vorhin beim Kalender waren, auch was am Freitag passiert, der große Verfall. Optionen verfallen, Futures verfallen. Wir dürfen so bei 2,7 Billionen sein, die hier verfallen. Da hatten wir schon etwas Größeres. Aber nochmal zurück zu Tech, wo ja vor allem dieser Optionsbereich gerne genutzt wird. Hier sehen wir, als ChatGPT kam im November 2022, ging es mit Tech stark bergauf. Zunächst nochmal kurz runter, aber dann stark bergauf. Während Nicht-Tech
im Grunde seitdem sich kaum verändert hat. Wenn die Wirtschaft so toll ist, so fragt hier dieser Twitter-Kommentar, warum entwickeln sich dann die anderen Aktien jenseits von Tech nicht so besonders gut? Und dass die Wirtschaft vielleicht nicht mehr so toll ist, hat der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag gezeigt. Nicht nur, dass die Löhne weniger gestiegen sind, sondern dass wir einen Anstieg der Arbeitslosigkeit gesehen haben. Diese massiven Revisionen, was die Zahl der neuen Stellen betrifft, die massiv nach unten revidiert wurde. Und gleichzeitig sehen wir das nochmal, 124.000 Stellen alleine zum Vormonat plötzlich weg. Dazu wurde der Dezember auch nochmal um 46.000 nach unten revidiert. Also immer wieder diese Abwärtsrevisionen, immer wieder sehen wir, dass vor allem Teilzeitjobs geschaffen werden, während Fulltime-Jobs, Vollzeitstellen also praktisch entschwinden. Und vielleicht versucht jetzt Biden, sollte er denn Präsident bleiben und die Wahl gewinnen, was dann derzeit ja nicht so danach aussieht, aber bis November kann noch viel passieren. Er will die Unternehmenssteuern wieder anheben. Die Amerikaner haben ja ein Riesendefizit, vor allem weil ihre Einnahmen gesunken sind, während sie gleichzeitig die Ausgaben massiv nach oben gebracht haben. Trump will die Unternehmenssteuern senken, damit das Einnahmeproblem noch weiter verstärken. Biden will daran, will also vielleicht sogar bis auf 28% die Unternehmenssteuern anheben, die Trump ja gesenkt hatte, würde bedeuten für die Firmen weniger Profite, würde dann eben auch Bewertungsfragen stellen. Also die Wall Street hätte vielleicht durchaus ein Interesse, hier Trump zu bevorzugen. Wir haben Bitcoin heute Morgen auf ein neues Allzeithoch gesehen, über $71.000 gestiegen. Bill Ackman, der legendäre Hedgefondsmanager, er sagt, ja, was ist denn, wenn jetzt immer mehr Mining in den USA passiert? Das ist ja derzeit der Fall. Die Chinesen haben das ja mehr oder weniger verboten. Also passiert immer mehr in den USA. Damit steigt der Strombedarf. Der Strombedarf wiederum könnte die Strompreise verteuern, damit die Inflation nach oben bringen, etc., etc. Und das wiederum könnte die Fed zwingen, hier gegen die Inflation vorzugehen. Also abgefahrene Zusammenhänge. Hier sehen wir auch mal von Datencentern, also zum Beispiel KI-Geschichten, die laufen auf Servern. Sehen wir hier den Stromverbrauch, der in den USA deutlich steigen wird. Bis 2026 wird etwa 6% des Stromverbrauchs in den USA allein durch diese Datencenter verbraucht, kann man sagen. Das werden über 30 Gigawatt sein. Ein Gigawatt oder ein großes Atomkraftwerk produziert etwa 1 Gigawatt. Also 30 Atomkraftwerke bräuchte man. Die Amerikaner haben ja durchaus einiges davon. However, also wir sehen 2700 Data Centers, die verbrauchen schon eine ganze Menge. Und wenn wir uns hier mal den Vergleich zwischen Zuflüssen in Bitcoin, ETF Bitcoin oder diese ETFs auf Bitcoin, die sind ja sind wahrscheinlich der entscheidende Grund, dass Bitcoin so nach oben schießt. Sehen wir, das geht nach oben, während Gold in Zuflüsse in ETFs eher nach unten gehen. Und dennoch ist der Goldpreis auf Allzeithoch. Was ist da los? Fragezeichen. Und was ist los in Japan? Hier sehen wir, dass der Nikkei deutlich unter Druck ist, weil eben jetzt die geldpolitische Wende in Japan droht, damit der Yen aufwertet. Das ist nicht gut für den Nikkei, vor allem weil alle noch short sind im Yen. Und hier sehen wir mal, die Japaner haben all das nicht mitgemacht, was die Fed gemacht hat, was die Europäer gemacht haben mit den Zinsen, Nullzinsen, Quantitative Easing nach wie vor betrieben. Also irgendwann kommt die Umkehr. Kommt die Umkehr auch bei den Magnificent Seven? Was ist eigentlich das Problem bei diesen Magnificent Seven? Ist es die Ballung oder ist es die Bewertung oder ist alles schick und man sollte jetzt kaufen? Erste Empfehlung, die ich Ihnen mitgeben will, und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren: Das Rückgrat der deutschen Industrie steht vor dem Ausverkauf. Was da los ist, lesen Sie diesen zweiten Artikel, die ich unter das Video packe als Link. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.